Guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu der Veranstaltung. Und das FAW-Forum steht ja schon in einer kleinen Tradition. Wir haben uns immer mit verschiedenen Themen beschäftigt rund um Demenz. Und diesmal ein Thema, was uns, glaube ich, alle hier im Raum sehr beschäftigt, die Arbeit und die Versorgung von und mit Menschen mit Demenz in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft. Wir haben sehr, sehr spannende Referenten und ExpertInnen heute eingeladen. Ich freue mich ganz besonders darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Aber ich will natürlich auch mit Ihnen hier heute ins Gespräch kommen und von Ihnen hören, wo brennt es, wie bewerten Sie die gegenwärtige Situation und was sind Ihre Erwartungen und Wünsche für die Zukunft. Und mein Interesse gilt natürlich, hier erstmal zu erfahren, wer von Ihnen ist Pflegekraft und pflegt in einer Wohngemeinschaft. Das würde ich mal so sagen. Es ist doch eine kleine Gruppe. Es würde mich natürlich auch im Verlauf des Tages sehr interessieren, wie Sie die Arbeit in einer Wohngemeinschaft zurzeit erleben. Wer ist Angehöriger? Schön, auch hier gibt es eine kleine Gruppe. Wir wissen, dass wir auch hier heute Sie ja auch im Rahmen von Gesprächen mit eingebunden haben. Und es ist ja auch ein wesentlicher Baustein dieser Idee, genau hier die verschiedenen Akteure zusammenzubringen, damit sie miteinander ins Gespräch kommen. Ja, mein Name ist Günther Meyer und für diejenigen, die mich nicht kennen, ich komme hier aus Berlin und habe einen ambulant psychiatrischen Pflegedienst, den ich schon seit 1995 hier betreibe, zusammen mit meinem Geschäftspartner Ulrich Kratsch. Und wir haben hier schon viele, viele Jahre auch Erfahrungen gesammelt in der Versorgung und Betreuung von Menschen mit Demenz in ambulant betreuten Wohngemeinschaften. In einem zweiten Leben habe ich dann noch ein zweites Baustein mir sozusagen gegönnt und bin seit einigen Jahren in Wolfsburg Professor für psychiatrische Pflege und versuche dort sozusagen die Wissenschaft ein bisschen noch mit einzubringen. Wer so ein bisschen die Situation kennt von Ihnen, weiß, dass wir oftmals in vielen, vielen Gremien unsere Forderungen nicht nur durchbringen können, weil wir keine notwendige Evidenz haben. Uns fehlen einfach die entsprechenden Ergebnisse. In jeder S3-Leitlinien-Sitzung, wenn ich dann dort die Versorgung von Menschen mit Demenz aus Sicht der Pflege reinbringe, dann wird sofort gefragt, naja, gibt es dafür eine Evidenz? Gibt es Studien? Erfahrungswerte sind gut und schön, aber ohne Evidenz haben Sie hier überhaupt gar keine Chance, auch nur eine entsprechende Empfehlung zu bekommen. Das zeigt, wie wichtig das ist, dass wir in der Praxis diese beiden Bereiche auf jeden Fall zusammenbringen müssen. Das hat mich dann auch sehr motiviert, diesen Weg noch zusätzlich zu gehen. Ich darf Sie heute hier auch durch das Programm begleiten, zusammen mit Frau Lang. Frau Lang, vielleicht mögen Sie kurz kommen und sich auch noch mal kurz vorstellen. Ja, hallo, mein Name ist Gabriele Lang und ich freue mich, dass ich heute Sie punktuell als Moderatorin begleiten darf. Ich bin von Hause Sozialarbeiterin und systemische Beraterin mit Schwerpunkt systemische Strukturaufstellungen. Danke. Wer von Ihnen hat denn eine Ahnung, wann dann die erste Wohngemeinschaft überhaupt hier in Berlin gegründet wurde? Haben Sie eine Idee? Ja. In den 90ern tatsächlich, 1995 von Klaus Pawletko in der Lehrter Straße zusammen mit der AWO. Das war die erste Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz hier in Berlin. Es gab in Europa mehrere Vorbilder. In den Niederlanden sind viele Wohngemeinschaften entstanden. Ich darf nur die Hogeweg erwähnen, wo später auch das Demenzdorf entwickelt wurde. Es gab aber auch andere Wohngemeinschaften.
Nachbarschaften in den Niederlanden. Dann gab es die Cantu-Projekte in Frankreich. Auch die waren teilweise ja vorbildhaft für uns. Und all diese Projekte waren so ausgerichtet, dass wir neue Versorgungsformen ursprünglich für Menschen mit Demenz hier kreieren wollten. Das heißt, die ersten Wohngemeinschaften wurden entwickelt, um neue Wohnformen und neue Versorgungsformen für Menschen mit Demenz zu entwickeln. Wer sich vielleicht von Ihnen noch erinnert, in den 80er und 90er Jahren, also die Älteren jetzt, die Jüngeren werden das sozusagen im Bereich Geschichtsunterricht nochmal sich entsprechend vergegenwärtigen. Aber in den 80ern gab es eine erste große Bewegung, auch aus England mit Tom Kitwood, mit dem personenzentrierten Ansatz, wo zum ersten Mal ganz offensiv darüber nachgedacht wurde, wie man neue Herangehensweisen, wie man eine andere Haltung entwickeln muss, um eine adäquate Versorgung für Menschen mit Demenz zu entwickeln. Der personenzentrierte Ansatz ist ja von ihm entwickelt worden. Und auf dieser Grundlage wurden dann auch Überlegungen durchgeführt, wie man kleinteilige Versorgungsstrukturen aufbauen konnten, die in den herkömmlichen Heimen so nicht gegeben waren. Die Heime in den 80er Jahren waren überhaupt nicht vorbereitet auf die Versorgung von Menschen mit Demenz. Heute gibt es dort auch kleine Wohngruppen, aber diese Idee der kleinteiligen Versorgungsstruktur ist erstmalig in diesen sozusagen Konzepten von Wohngruppen entwickelt worden. Es sollten familienähnliche Situationen geschaffen werden. Es sollten kleinteilige Versorgungsstrukturen, die besonders für Menschen mit Demenz geeignet sind, entwickelt werden. Man wollte, dass die betroffenen Menschen ihre eigenen Möbelstücke mitbringen konnten, damit sie so familiennah wie möglich auch in der Versorgung weiterhin ihre Betreuung bekommen konnten. Und all diese Konzepte, ich habe hier mal aufgelistet, das sind nur ausschnitthaft Konzepte, die damals international stattfanden, die haben genau diese Überlegungen versucht zu integrieren. Wie gesagt, die Cantu-Projekte, ich habe das hier nochmal mitgebracht für Sie, war durchaus auch hier in Berlin für uns eine Motivation, weiter zu denken und diese Idee hier auch umzusetzen. Und das Problem in dieser Anfangsphase bestand darin, wie kriegen wir eine solche Form, die in den anderen Ländern hauptsächlich staatlich finanziert war, wie kriegen wir sie übertragen in unser Versicherungssystem, weil wir sozusagen mit SGB 11 und mit SGB 5 und SGB 12 sozusagen hier ein Komplex haben, wo wir in diesem Rahmen versuchen mussten, ein Versorgungskonzept zu entwickeln. Das musste sozusagen auf die hiesigen Verhältnisse angepasst werden. Und dieses sozusagen war möglich, indem man praktisch überlegt hat, naja, also in einer WG könnte ja auch sozusagen, wenn jeder einen eigenen Mietvertrag hat, so eine Art ambulante Tour entstehen. Also ich gehe praktisch von Zimmer A zu Zimmer B zu Zimmer D. Also ich habe 6 oder 8 Bewohner und habe sozusagen eine ambulante Versorgungsstruktur. Und dadurch, dass die Wegzeiten wegfielen und dass wir viele Maßnahmen auch sozusagen zusammen durchführen, also dass es Synergien gab, gemeinsames Kochen oder auch gemeinsames Einkaufen, was ja in einer ambulanten Tour sonst 7-mal hätte hintereinander organisiert werden müssen, konnte sozusagen jetzt zusammengefasst werden. Und diese sozusagen Zeit, die dadurch erübrigt
also die wir dadurch sozusagen zusätzlich freigeschaufelt haben, diese Zeit haben wir nicht rausgenommen, sondern in die Wohngemeinschaften wieder rein investiert und damit versucht, eine 24-stündige Versorgung sicherzustellen. Das heißt, es gab in dem Sinne noch keine Tagespauschale am Anfang, sondern es waren in der Lehrter Straße, erinnere ich mich, gab es noch die stundenweise Vergütung, also pro Klient gab es 4 Stunden Finanzierungszusagen und das war dann eine Zusage, die über SGB 11 und SGB 12 lief und dazu dann natürlich zusätzlich noch die Behandlungspflege über SGB 5. Das war so ein bisschen die Grundlage. Dann kamen ja die Module im SGB 11, das heißt, das Ganze musste wieder neu angepasst werden, aber wir blieben immer sozusagen auf der Höhe der ambulanten Tour. Also es wurden dann pro Klient die Module festgelegt, entsprechend damals noch nach der Pflegestufe 2 und Pflegestufe 1, aber in der Regel hatten alle eine Pflegestufe 2 und dann diese Zusatzvariante, dass wenn sie eine Diagnose hatten, Demenz, dass sie dann ja noch diese zusätzlichen Betreuungsleistungen kriegen konnten. Das war sozusagen in dieser Anfangsphase ja integriert und das war ein Stück weit unsere ersten Gehversuche. Und Herr Ilte wird sicherlich später noch da konkret darauf eingehen können und auch auf die heutige Situation. Heute ist es natürlich wesentlich entspannter, weil wir die Tagespauschalierung haben. Das heißt, es bildet sich sehr viel besser ab, dass wir eine rund um die Uhr Versorgung sicherstellen müssen. Was aber wirklich überall gleich war, ist, und das ist nochmal hier hervorzuheben, dass wir hier versucht haben, eine Struktur zu schaffen, wo wir dieses, was wir hier als Normalisierungsprinzip beschrieben haben, dass wir hier eine familienähnliche Struktur aufbauen wollten. Und das, was neu war, und das ist etwas, was mich damals auch sehr fasziniert hat, dass durch diese Trennung von Mietvertrag und Pflegevertrag, die ja notwendig war, aufgrund dieses Versicherungssystems, was wir in Deutschland haben. Das heißt, wir hatten einen ambulanten Pflegedienst, der hatte einen Pflegevertrag und dann gab es einen separaten Mietvertrag. War es so, dass wir, wie auch in der ambulanten Pflege, wir die Pflegekräfte, die in die Wohnungen gekommen sind, wir kein Hausrecht besaßen. Das Hausrecht hatten die Bewohnerinnen bzw. die Betreuer oder die Angehörigen, die hier die Verantwortung trugen und nicht wir. Das ist ein komplettes, das war für uns, wir mussten komplett umdenken. Wer wie ich sozusagen in den 80ern in der Pflege sozialisiert wurde, wir haben ein ganz anderes Verständnis vermittelt bekommen in der Pflege. Wir haben ja immer sowohl in den Krankenhäusern als auch in den Pflegeheimen die Heime, also wir haben sozusagen die Institutionen repräsentiert, auch die Hausordnung repräsentiert. Und wir waren Teil des Systems und die Patientinnen und die Klienten waren Gäste und jetzt mussten wir komplett umdenken. Wir waren die Gäste und die Klienten waren sozusagen diejenigen, die das Hausrecht innehielten. Das hat schon auch ein Kulturwandel ausgelöst und auch dann, dass wir versucht haben, sowas wie einen partizipativen Stil in diesen Einrichtungen und in den Wohngemeinschaften umzusetzen. Christina, ich blicke jetzt auch in deine Richtung, weil wir da am Anfang auch viele gemeinsame Wege gegangen sind. Du wirst sicherlich nachher auch davon berichten können, wie wir am Anfang auch heftige Diskussionen geführt haben in den Wohngemeinschaften, weil wir natürlich aus klassischen Langzeitpflegeheimen wussten, morgens um 7 Uhr aufstehen, 7.30 Uhr Frühstück, 8 Uhr Tisch wieder abdecken. Also wir haben alles vorgegeben und wenn aber ein Klient bis 11 Uhr schlafen wollte, dann war das also in unserem Weltbild gar nicht vorhanden. Also wir haben da wirklich auch einen Kulturwandel, wir haben da wirklich eine Diskussion geführt, dass wir Pflegekräfte es auch mal aushalten mussten, dass ein Frühstück
Frühstückstisch auch noch bis 11 Uhr gedeckt bleibt. Also das war, ich kann mich ja selber daran erinnern, was das auch bei mir ausgelöst hat und wir da wirklich ganz neu auch denken mussten. Es hat aber auch ethische Diskussionen ausgelöst. Auch das war ja etwas, was wir damals so nicht im Vorfeld erkannt haben. Ich erinnere mich, dass wir ja auch, wir hatten ja auch den Anspruch, dass in der Wohngemeinschaft gemeinschaftlich gekocht wird, dass die BewohnerInnen auch bestimmen, was gegessen wird, dass wir einen Essensplan erstellen. Und was ist natürlich, wenn wir hatten in der ersten WG einen Mann, der bestand darauf, Sauerkraut mit Eisbein zu bekommen, und dann eine sehr zarte demenzkranke Dame, die sich fast ausschließlich mit Biokost ernährt hat, und da prallten Welten aufeinander und wir zum ersten Mal das miteinander moderieren mussten. Aber das war ja noch sozusagen, da mussten wir es moderieren, aber wir kamen dann sehr schnell, aber auch in Bereiche der ethischen Konflikte. Wir hatten dann eine Klientin, die eine jüdische Klientin, die auch eine Überlebende, eine Holocaust-Überlebende, die dann zu uns in der WG kam und wo die Angehörigen gesagt haben, ja, wir wünschen uns hier ganz bewusst diese kleinteilige Struktur, aber es wäre schon schön, wenn sie so ein paar Maßnahmen auch einhalten können, religiöse Vorgaben. Also wir sollten jetzt kein Schweinefleisch unbedingt ihr geben, also dass wir einfach da drauf achten. Und diese Frau hatte große Ängste, auch in der Anfangsphase am Küchentisch gemeinsam mit anderen zu speisen, weil das dann doch noch so alte Erinnerungen wachrief aus Auschwitz, was sie überlebt hatte. Das musste dann auch in dieser Wohngemeinschaft wirklich auch gut aufgefangen werden. Dann passierte etwas, was uns dann damals auch ein wenig ratlos gemacht hat, weil sie hat sich dann doch sehr schnell integriert und dann wollte sie aber auch Eisbein mit Sauerkraut essen. Und wir da sagen, ist das überhaupt ethisch vertretbar? Also was dürfen wir, was soll man machen? Und das war so die erste Phase, wo wir uns auch ernsthaft überlegt haben, wie wichtig das ist, ethische Fallbesprechungen in den Wohngemeinschaften durchzuführen. Auch das wurde durch diese Idee von uns ausgelöst. Also insofern, es hat wirklich sehr, sehr vieles in dieser Stadt ausgelöst und es hat auch einen Kulturwandel sozusagen mit sich geführt. Und dann gab es aber plötzlich einen Schwung. Wir haben im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Städten innerhalb von wenigen Jahren hier, ich weiß gar nicht, Herr Elte, wie viel haben wir heute an Wohngemeinschaften? Also das ist, und man konnte sich natürlich die Frage stellen, was ist jetzt in Berlin anders gelaufen als in München oder in Hamburg? Und ich kann einfach nur sagen, also als wir um 2000 anfingen, hier die Versorgung zu übernehmen in den ersten Wohngemeinschaften, es gab einfach billige Wohnungen. Die gibt es heute nicht mehr. Es waren wirklich, ich erinnere mich, wie es große Wohnungen gab in Schöneberg, in Charlottenburg, die heute unbezahlbar wären. Die konnten die damals nicht loswerden, die Wohnbesitzer. Und die waren dankbar, wenn sozusagen mit einem solchen Konzept sie sozusagen eine dauerhafte Vermietung hier sicherstellen konnten. Und das war in keiner anderen Stadt so vorhanden. Das war natürlich ein Grund, warum das in dieser Stadt schneller passierte als in einer anderen Stadt. Dann gab es natürlich schon die ersten Auseinandersetzungen. Also wie gesagt, wir hatten ja die Idee, es für Menschen mit Demenz zu entwickeln. Dann gab es, ich kann mich daran erinnern, die Idee kam, glaube ich, damals auch von der Diakonie. Wir müssen hier neue Konzepte entwickeln. Es ist wichtig, auch über gemischte WGs nachzudenken. Und das heißt also, kognitiv Gesunde und Menschen mit Demenz in einer Wohngemeinschaft zusammenzubringen. Das hat eine heftige Diskussion wiederum ausgelöst. Ist das überhaupt
tragbar, ist das ethisch vertretbar? Das sind Sachen, die uns damals sehr beschäftigt haben. Wir haben dann schon auch diese Diskussion in unseren eigenen Reihen durchgeführt, aber es wurde dann auch sowohl vom medizinischen Dienst als auch in den Auseinandersetzungen mit den Kostenträgern gesagt, wir müssen beide Seiten hier haben, es gibt gute Gründe, es gibt gute Argumente für beide Seiten, und insofern ist es so, dass wir hier diese beiden Richtung hier auch als eine mögliche Richtung akzeptieren müssen. Dann kamen die ersten Wohngemeinschaften in Neukölln auch für Multiple Sklerose. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Das war sozusagen dann eine ganz andere Denkrichtung, die reinkam. Und die Intensivpflege, die heute, glaube ich, einen Großteil dieser Versorgung ausmacht und die nochmal eine ganz andere Richtung reingebracht haben in diese Diskussion, weil hier das Versorgungskonzept sich ganz massiv unterscheidet von dem, was wir ursprünglich mit der Versorgung von Menschen mit Demenz darstellen. Ich bringe nur noch ein paar Zeilen und dann bin ich auch schon durch. Frau Ostermann hat ja hier nochmal die Entwicklung dargestellt von 2006 bis 2011, und da sehen Sie auch, der Anteil von Demenz-WGs ist sozusagen durchaus auch am Anfang gestiegen, aber ich glaube, dass das inzwischen sich auch anders darstellt, und sie hat dieses Phasenmodell entwickelt. Das ist sozusagen das Phasenmodell, wie sich die Entwicklung der Wohngemeinschaften in Deutschland, aber auch ganz besonders in Berlin etabliert haben. Also in der Anfangsphase gab es noch sehr stark auch die angehörigenorientierten Pflegedienste, und das ist jetzt mehr und mehr auch übergewechselt in anbieterorientierte Wohngemeinschaften. Ich habe jetzt versucht, einfach nur ganz grob mal so ein paar Bausteine der Entwicklung hier zu skizzieren. Ich hoffe, dass wir aber heute im Verlauf des Gesprächs noch hier weitere Erfahrungen sammeln können. Ich weiß, dass wir hier viele Expertinnen haben, die wir heute auch auf dem Podium eingeladen haben, mit Thomas Meissner und mit Jan Basche, die auch diese Entwicklung in den letzten Jahren sehr massiv begleitet haben und die sicherlich hier auch noch aus dieser Entwicklung heraus die die Bedeutung der Wohngemeinschaften heute erklären können und wo wir heute stehen. Jetzt möchte ich sozusagen einen Referenten ankündigen, der über den ich mich sehr freue, der heute sozusagen hier sich bereit erklärt hat, über das Wohnteilhabegesetz zu referieren. Das Wohnteilhabegesetz ist ja nun auch ein Gesetz gewesen, als auf der Bundesebene das klassische Heimgesetz abgelöst wurde und es dann zur Ländersache erklärt wurde, ist in den Ländern die Notwendigkeit entstanden, dieses Wohnteilhabegesetz zu verabschieden, und in der gegenwärtigen Fassung freue ich mich darauf heute, dass ich Donald Elte hier ankündigen darf. Er ist auch Krankenpfleger, also sozusagen das verbindet uns, und Sozialarbeiter. Sie haben vergleichende Sozialpolitik studiert und sind heute bei der Senatsverwaltung Abteilungsleiter und zuständig für die Pflege, für Gesundheit und Pflege. Ich weiß, dass Sie über die letzten Jahre hin gerade auch dieses Thema sehr kontinuierlich verfolgt haben. Also Sie sind auch sozusagen hier eine Konstante hinsichtlich der Wohngemeinschaften, und Sie können sicherlich auch hier die Erfahrungen der letzten Jahre hier noch gut mit reinbringen, weil Sie hier, denke ich, auch aus der Perspektive des Senats die Verhandlungsgeschichte hier ein Stück weit auch mit referieren können, und wie wichtig das war, dass wir hier versucht haben, gerade auch
hinsichtlich der Abschlüsse mit dem Senat eine gute Grundlage zu schaffen für die Versorgung von Menschen mit Demenz in den WGs. Herr Ilte, ich freue mich ganz besonders, dass Sie sich heute hier bereit erklärt haben. Ich war sozusagen vorhin im Vorgespräch noch mal sozusagen, haben wir noch mal geplaudert, und da wurde gesagt, dass Sie auch den partizipativen Stil sehr fördern und dass sozusagen Sie auch dafür stehen. Das ist ja sozusagen der partizipative Stil, den wir auch in Wohngemeinschaften pflegen wollen. Insofern verbindet uns das. Herzlich willkommen.